lassen zu, dass ein Sith geklont wird. Besser, wir können das gut erklären. Meister Zahn, ihr Aussehen wieder wie neu. Wie es euch gehen? Nix im Auto, guckt heftig drauf und euch alle mag. Mir, sie können gehen, Sternschnuppen surfen in Asteroidenfeld von Hoppen. Super heftig. Irgendwas gewaltig schiefgelaufen sein muss mit Anlage. Stört es jemand, wenn ich ihn einfach erschieße? Hallo und herzlich willkommen zur BAFF-Show, Folge 277, mit mir im Studio, der David. Das ist der Simon und da hinten kommen gleich so ein paar Themen für euch. Genau, wir haben wieder ein bisschen was ausgegraben für euch, was so in dieser Woche rollenspielmäßig gelaufen ist. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit WoW, weil ich glaube, da habt ihr wieder irgend so einen Boss umgehauen, oder? Ja, ist natürlich nicht ganz in dieser Woche passiert, aber wir arbeiten uns ja durch die Drachenseele vor, die aktuelle Raid-Instanz. Und da sind wir jetzt soweit, dass wir bei Todesschwänge selber angekommen sind. Die letzten beiden Kämpfe drehen sich ja um den Herren, den Endboss der Erweiterung. Und beim ersten kloppt man ihn so ein bisschen auf dem Rücken rum, während er fliegt. Und wie das wohl funktioniert, erklären uns Susanne und Annette. Im Drachenseele-Raid habt ihr gleich zweimal die Möglichkeit, gegen Todesschwinge zu kämpfen. Und das hier ist der erste Kampf, das Rückgrat von Todesschwinge. Und wie ihr gerade seht, befindet sich der Raid auf dem Rücken des besagten Drachen. Ja, also man kämpft nicht gegen Todesschwinge selber, sondern man ist hier quasi damit beschäftigt, drei seiner Rückenplatten, beziehungsweise seine Halsplatten, je nachdem, wo man sieht, dass der Hals eben anfängt, muss man eben in die Luft springen. Und da gibt es in dem Kampf auch einige Unterschiede zum LFR-Modus. Zum Beispiel muss man hier Rollen machen. Ja. Dazu bringt man vorher drei Tentakeln, also diese Verderbnistentakeln am Rand, bringt man drei Stück um. Da spawnen dann schreckliche Gemische, sowie ein paar verderbte Blut raus. Ja. Dann stellt man sich in entweder nach links oder nach rechts in eine Vertiefung mit dem gesamten Raid. In so eine Vertiefung, wo vorher eine Verderbnistentakel drin war. Genau. Und wenn Todesschwinge merkt, hey, da sind ja alle jetzt auf der linken bzw. auf der rechten Seite von meinem Rücken, dann macht er eine Fassrolle. Ja. Und wenn ihr in dieser Pfütze quasi drin steht, also da, wo die Verderbnis rausgekommen ist, dann werdet ihr festgehalten und fallt dementsprechend nicht vom Rücken, wenn der Drachen sich dreht. Dafür aber zumindest die schrecklichen Gemische und ein paar Blute vielleicht auch mit Glück. Genau. Also das ist ganz wichtig, dass man eben da einmal quasi aufräumt mit einer Rolle, dass eben der Rücken, dass man den Rücken wieder frei hat. Und danach wird dann das letzte Verderbnistentakel umgehauen. Und dann kommt eben das schreckliche Gemisch, mit dem man dann im Kampf letztendlich arbeitet. Mit dem ihr ein bisschen spielt. Genau. Die Verderbnistentakeln, dass man die umhaut, hat folgenden Grund. Die stunnen nämlich zwischendurch immer mal Spieler. Und auf die muss dann Schaden gemacht werden, damit sie aufhören, die Spieler zu stunnen. Genau, das ist die feurige Umklammerung. Im 25er Spielermodus sind das drei Spieler, die davon betroffen werden. Das seht ihr hier gerade. Und im normalen 10-Mann-Modus sind das, also ist das ein Spieler. Das heißt, da solltet ihr einen Fernkämpfer beispielsweise dafür abstellen, dass er genug Schaden auf die Verderbnis auswirkt, damit dieser Effekt unterbrochen wird. Richtig. Wie ich schon gesagt habe, also mit einem schrecklichen Gemisch muss man eben arbeiten. Arbeiten in dem Sinne, man macht erstmal Schaden drauf, muss von einem Tank natürlich getankt werden. Ein anderer Tank kümmert sich hier um das ganze verderbte Blut, was so aus diesen Wunden hier rauskreucht. Und wenn das Gemisch ungefähr so bei 25-20% ist, fängt man an, das Blut umzuhauen. Beziehungsweise oftmals fällt auch vorher schon mal was um. Das macht nichts. Wenn dein Blut stirbt, macht es erstmal ein bisschen Schaden am ganzen Raid. Und es hinterlässt so eine rot glühende Pfütze am Boden. Ja. Durch diese Pfütze muss der Gemischtank das Gemisch durchziehen und lädt damit das Gemisch sozusagen auf, hat man eine extra kleine Anzeige, beziehungsweise man sieht es auch an den Debuffs von dem Gemisch, wie viele Aufladungen von diesem Blut eben das schon drauf hat. Und wenn es bei 9 ist, dann fängt es an, wild zu explodieren mit einem überhitzten Kern. Und wenn man dann das Gemisch töten will, bleibt es bei 1% stehen und explodiert dann in einem Nuklearschlag. Ja.
Und diesen Nuklearschlag braucht man eben, um die Rückenplatten abzusprengen. Ja, das Ganze darf man dreimal wiederholen. Ja. Das ist eigentlich ein recht, wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, ist es eigentlich ein recht einfacher Kampf. Und was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, mit jedem Stapel absorbiertem Blut, was das Gemisch eben auf sich drauf hat, macht das auch mehr Schaden. Ja, die Heiler müssen da ein bisschen auf Zack sein. Müssen sie auch so, weil die Verderbnis verteilt auch ein Debuff, das sengende Plasma. Das sorgt dafür, dass bestimmte Spieler, die davon betroffen werden, deren Heilung wird absorbiert. Das heißt, da müssen, ich glaube, 200.000 Schadenspunkte weggeheilt werden, bevor die wieder anständig geheilt werden können. Richtig, dazu kriegen sie auch nochmal alle 10 Sekunden 10.000 Schaden obendrauf. Ja, schön, ne? Durch dieses sengende Plasma. Und das ist natürlich nicht so schön. Vor allem, wenn man irgendwie Aggro von so einem verderbten Blut hat. Ja, das haut dann auch nochmal drauf. Und eher ungünstig. Ja. Ja, also schön auf Zack sein und das schnell gegenheilen. Bei den schrecklichen Gemischen, da sieht man auch gerade, ist die Explosion schon wieder am Gange. Solltet ihr euch natürlich auch an den Rückenplatten, die abzusprengen sind, in der Nähe stehen. Also solltet dort in der Nähe explodieren. Entweder auf der rechten oder auf der linken Seite. Also ihr könnt euch eine Seite aussuchen. Damit dann die Sehnen dort freigelegt werden. Die müssen attackiert werden, damit diese Platte dann letztendlich auch abgesprengt wird, also auch wegfällt. Ja. Und im Gegensatz zum Looking for Raid-Modus hat man hier viel, viel weniger Zeit, um diese Sehnen kaputt zu kriegen. Oh ja. Also da ist zum Teil Kampfrausch vonnöten, je nach Equipstand oder halt wirklich Pots ziehen und Trinkets nutzen. Also alles, was irgendwie schadenssteigernd ist, sollte man da benutzen, damit die Rückenplatte nicht einfach wieder dran geklebt wird. Ja, wenn das passiert, solltet ihr dann darauf achten, dass das nächste Gemisch auf der gleichen Seite wieder explodiert, damit das dann, also die Rückenplatte auch auf der Seite wieder abgelöst wird, weil ansonsten könnt ihr dann Pech haben und es wird auf der anderen Seite abgelöst und dann habt ihr dann eine volle Sehne, die ihr umbringen müsst und wenn es dann auch wieder nicht klappt, wird der Kampf halt unnötig in die Länge gezogen. Richtig. Ja, was sonst noch zu dem Kampf zu sagen ist, es gibt da noch ein kleines nettes Achievement. Da muss man Todesschwinge abwechselnd einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts eine Fassrolle machen lassen. Und das zählt eigentlich eher zu den einfacheren Achievements. Das heißt halt, erst müssen sich alle auf der linken Seite des Rückens versammeln, damit er einmal zuerst eine Linksrolle macht. Dann kann man eigentlich im Kampf erstmal normal weitermachen und immer wenn es passt, wenn man denkt, okay, jetzt könnte man mal wieder eine Rolle machen, kann man dann jeweils wieder auf die andere Seite hüpfen. Ja, auf jeden Fall. Man sollte übrigens auch drauf aufpassen, natürlich, wenn die Sehnen dann links oder rechts sind, dann laufen die Nahkämpfer natürlich auch nach links oder nach rechts. Ja. Und die Fernkämpfer sollten dann ein bisschen aufpassen, dass sie eventuell Todesschwinge wieder ausleveln, also dass er sich nicht dreht, weil es kann dann halt passieren, dass auf der einen Seite quasi ein Übergewicht passiert und dann müssen die Heiler und Fernkämpfer ein bisschen auf die andere Seite rüber, damit sich der Drache halt nicht dreht. Am günstigsten ist es eigentlich, wenn sich einfach die Heiler ein bisschen absprechen, so zwei stellen sich eher auf die linke Seite, zwei stellen sich eher auf die rechte Seite, dann ist das eigentlich ganz gut schon mal ausgeglichen oder im 10-Mann-Modus eben jeweils einer. Dann braucht man da vor überraschenden Fassrollen keine Angst mehr zu haben. Ja, und wenn man das Ganze dann dreimal geschafft hat, dann ist auch dieser Kampf bestritten und Todesschwinge ist zwar noch nicht besiegt, aber zumindest sein Rückgrat haben wir schon mal aufgeräumt. Genau,